Todesangst in Afrika. Dieser Elefant ist völlig außer Kontrolle. Dieser Tankwagenfahrer muss um sein Leben fürchten. Norman Nukeri ist mit einer Lieferung Treibstoff auf dem Weg zu einem Kunden auf einer abgelegenen Lodge in Südafrika. Der 47-Jährige stoppt, als eine Gruppe Elefanten seinen Weg kreuzt. Doch ein Dickhäuter fühlt sich offenbar provoziert, kommt auf Norman Nukeri zu. Der erfahrene Bushtrucker versucht, das Tier zu vertreiben. Doch dieser Trick hilft ihm in dieser Situation nicht weiter. Im Gegenteil. Mit ungeheurer Kraft schiebt der Elefant den Pickup samt Tankanhänger rückwärts. Glück für den Mann, dass er nicht in einem nahen Fluss landet. Der Schrecken und die Furcht sprechen aus seinem Gesicht. Laut Nukeri hätte er sich auch nach der Attacke nicht aus seinem Wagen getraut. Erst als die alarmierten Wildhüter ankommen, verlässt er seinen demolierten Pickup. Norman kommt mit dem Schrecken davon. Doch das Leben in der Wildnis ist jeden Tag aufs Neue gefährlich. Denn Südafrika ist die Heimat der sogenannten Big Five. Löwe, Elefant, Büffel und Nashorn. Und keines dieser Tiere will einfach nur spielen. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.